wohl dem Volk, das jauchzen kann. Sie werden im Angesicht deines Lichtes wandeln. Ein Vers aus dem 89. Psalm, der als Überschrift über unserem heutigen Tag steht. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Die Situation, in die dieser Psalm hineingesprochen ist, ist keine gute. Es ist eine Situation, in der Angst und Schrecken vorherrschen. Und dann dieser Satz, wohl dem Volk, das jauchzen kann. Mir fallen Gespräche mit besonders alten Menschen ein, die in ihrer Situation sagen, ich bin zufrieden. Es geht ihnen nicht gut. Ich denke an eine alte Dame, die kaum noch laufen konnte und immer Schmerzen hatte, aber die trotzdem dankbar war für das, was ihr geschenkt war. Wohl dem Volk, das jauchzen kann, wohl dem Menschen, der Dankbarkeit empfinden kann, der nicht nur auf das sieht, was negativ ist, auf das, was Schmerzen macht, sondern der bei all dem beides im Blick hat, das Schwere und das Gute, die Dankbarkeit für Gottes Beistand, die wir erfahren haben und immer wieder aufs Neue erfahren, beides in den Blick nehmen und das Herz nicht verbittern lassen, sondern voller Dankbarkeit sein lassen. Das ist das, wozu uns dieser Psalmvers ermutigt, einmal nachzudenken und nachzusinnen. Was trägt mich? Was gibt mir Halt? Womit bin ich zufrieden? Wofür bin ich dankbar? Und was ist schwer? Dass beides zu seinem Recht kommt und wir beides vor Gott bringen, unsere Klage und unser Jubeln. Und ein zweiter Text ist uns dazu mit auf den Weg gegeben aus dem Epheserbrief. Wandelt als Kinder des Lichtes. Kinder des Lichtes, das heißt zum einen wahrzunehmen, jeder Mensch, ich und du und auch die Menschen, die uns das Leben schwer machen, jeder Mensch im Licht Gottes, ein geliebtes Gotteskind. Wandelt als Kinder des Lichtes, das heißt, wir nehmen uns, wir nehmen einander anders wahr. Das zweite ist, wandelt als Kinder des Lichtes, lasst das Licht Gottes in euren Herzen leuchten. Öffnet euch für das Helle, für das Schöne, für das Strahlende, für das Ermutigende. Wandelt als Kinder des Lichtes, das heißt, lebt so, dass ihr andere Menschen ermutigt, dass ihr die Liebe, die ihr erfahrt, weitergebt. Ein moralischer, ein menschlicher Auftrag, der uns gegeben ist. Wandelt als Kinder des Lichtes. Gebt die Dankbarkeit, die da ist, weiter, damit wir uns gegenseitig bestärken in Zeiten, in denen wir Mut und Beistand besonders brauchen. Amen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Und ich dir danke, dass du mir hilfst. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Dass ich dir danke, dass du mir hilfst. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wahrheit. Dass ich dir danke, dass du mir hilfst. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Gott, wir bitten dich, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten für alle, deren Herz voller Angst ist. Lass dein Licht leuchten für alle, die sich Sorgen machen um ihre Zukunft. Lass dein Licht leuchten für alle, deren Herz voller Liebe und Dankbarkeit ist. Lass dein Licht leuchten, damit wir getröstet, ermutigt und fröhlich unseren Lebensweg gehen, den Weg, auf dem du uns führst. Amen.
Musik.